Habt ihr eine Heißklebepistole? Dann ist es Zeit, sie zu nutzen. Heute werden wir euch einige neue Bastelideen mit Heißkleber zeigen. Möchtet ihr etwas Süßes in eurem Leben, aber ihr seid auf Frühjahrsdiät? Es gibt dennoch eine Möglichkeit. Lasst uns einen Anhänger aus heißem Kleber und einigen Süßigkeiten machen. Bedeckt ein Stück Folie mit etwas Creme. Fügt dann etwas Heißkleber hinzu. Gebt dann großzügig Zuckerstreusel darauf. Dann gebt noch eine weitere Schicht Heißkleber obendrauf. Bedeckt es mit einem Stück Folie und drückt es mit einem Bügeleisen an. Schneidet jetzt noch den Überschuss ab. Macht mit einer erhitzten Nadel ein Loch, damit eine Schnur durchpasst. Ein bunter Anhänger für einen stilvollen Süßigkeitenliebhaber ist fertig. Zeigt euren Freunden, wer die echte Ballkönigin ist. Ihr braucht ein Haarreif und farbigen Heißkleber mit Glitzer. Gebt etwas Creme auf ein Stück Folie und zeichnet damit Kleber Kronenzähne. Macht noch in den Kronenzähnen ein Muster und vergewissert euch, dass der Heißkleber sich überlappt. Zeichnet dann die Basis der Krone. Verwendet eine andere Farbe des Klebers. Trennt es dann vorsichtig von der Folie und verbindet beide Enden der Krone miteinander. Dekoriert die Zahnspitzen mit etwas Glitzer. Das königliche Accessoire ist fast fertig. Ihr müsst es jetzt noch mit dem Haarreif befestigen. Und ja, die Krone passt. Was sind die besten Freunde eines Mädchens? Es sind diese hübschen Heißkleberarmbänder. Macht einen Kreis auf ein Stück Folie mit Creme und gebt bunten Heißkleber mit Glitzer dazu. Befestigt einige Sicherungsstifte mit Ringen auf beiden Seiten. Jetzt noch eine weitere Schicht Heißkleber auftragen. Macht dann noch eine weitere auf die gleiche Weise, aber mit anderen Farben. Verbindet alle Teile des Armbandes. Klemmt die Ringe mit einer Zange fest und fügt noch einen Verschluss hinzu. Und unser exklusives Zubehör ist fertig. Ihr könnt einige auch für eure Freunde machen. Warum dekoriert ihr nicht die Wand mit dem ersten Buchstaben eures Namens? Lasst es uns mit Heißkleber probieren. Schneidet mit einer Schablone einen Buchstaben aus einem Stück Karton aus. Fügt ein hübsches Spiral- oder Lochmuster mit einem Bleistift dazu. Geht dann mit Heißkleber das Muster nach. Jetzt benötigt ihr Folie. Wickelt damit den Buchstaben ein und glättet es vorsichtig, sodass man die Struktur sehen kann. Fügt jetzt einen abgenutzten Look mit schwarzer Farbe hinzu, um die Textur hervorzuheben. Platziert den Buchstaben in einem Rahmen. Super! Könnt ihr euren ganzen Namen mit diesem Buchstaben machen? Und jetzt zeigen wir euch, wie man einen Bilderrahmen mit Heißkleber macht. Schneidet die Basis des Rahmens aus ein Stück Pappe. Zeichnet dann ein Muster mit einem Marker. Jetzt geht das Muster mit einer Heißklebepistole nach. Bemalt dann die ganze Oberfläche in rosa. Bemalt etwas weiße Farbe auf die Struktur, um es hervorzuheben. Ein eleganter und strukturierter Rahmen ist eine tolle Ergänzung für euer Zuhause. Vor allem mit diesen niedlichen Ballerinas in der Nähe. Dein altes Notizbuchcover sieht matt und langweilig aus. Das müssen wir sofort ändern. Zeichnet ein Muster mit einer Heißklebepistole. Einige Wellenlinien, einige Punkte. Zeichnet einfach alles, was euch einfällt. Fügt dann noch ein Wort hinzu und besprüht jetzt die Abdeckung. Und unser glanzvolles, goldenes Notizbuch ist fertig. Jetzt macht es viel mehr Spaß, Notizen zu machen. Wollt ihr, dass eure Kleidung gut riecht, während sie im Schrank ist? Schnappt euch eine Heißklebepistole. Zeichnet mit einem Marker einen Kreis auf ein Stück Folie. Geht es dann mit Heißkleber nach. Jetzt fügt ein Gitter innerhalb des Kreises hinzu. Macht zwei identische Teile. Jetzt machen wir noch einen Haken aus Heißkleber und kleben es auf das Gitter. Schneidet einen Kreis aus einer Serviette und legt diese zwischen unsere Stücke. Verbindet dann die Kanten. Besprüht die Serviette mit eurem Lieblingsduft oder Öl. Ihr könnt es am Haken hängen oder irgendwo zwischen euren Kleidern legen. Ein schönes Aroma kann den ganzen Tag für Stimmung sorgen. Ihr wisst nicht, wohin mit der Zahnbürste? Lasst uns einen tollen Halter für unser Badezimmer machen. Befüllt eine herzförmige Plastikform mit Heißkleber und lasst es abkühlen. Macht jetzt vier Streifen farbigen Heißkleber auf ein mit Creme überzogenes Stück Folie. Formt dann Ringe. Befestigt sie an einigen Holzstäben und setzt sie in unser Silikonherz ein. Dekoriert die Ränder des Herzens mit etwas Glitzerkleber.
Der Halter steht perfekt am Waschbecken und nimmt nicht viel Platz weg. Ein Herz für zwei. Wir meinen für zwei Zahnbürsten. Wie können wir die Kopfhörer am besten aufbewahren? Sie verheddern sich jedes Mal. Lasst uns einen einzigartigen Kopfhörerhalter in Form eines Donuts machen. Legt eine Glasscheibe auf einer Papierschablone und macht mit Heißkleber die Donutform. Glättet es. Wir brauchen zwei davon. Formt einen Ring mit Heißkleber auf den inneren Teil. Klebt dann beide Teile zusammen. Fügt jetzt noch eine bunte Glasur und einige Bonbonsträuße hinzu. Jetzt können wir unsere Kopfhörer einfach um den Halter wickeln. Sieht köstlich aus. Aber verwechselt diesen Donut nicht mit einem echten. Transparente Hüllen sind schon lange aus der Mode. Aber keine Sorge, mit einer Heißklebepistole können wir es schnell ändern. Wir werden euren Handy Beine machen. Mit ihnen wird das Gehäuse zu einem stilvollen Accessoire. Ihr braucht einen Klebestick. Schneidet zwei Stücke, jeweils 1,5 cm davon ab. Setzt auch ein paar Schuhe an die Beine. Zeichnet Füße mit Heißkleber und klebt sie an die Beine. Befestigt die Beine dann noch am Gehäuse. Dieses Handy kann von alleine stehen. Plant ihr ein großes Abendessen? Fügt eurer Tischdekoration etwas hinzu, indem ihr einige Ringe für die Servietten macht. Wir brauchen ein rechteckiges Stück Textil. Faltet die raue Kante und fixiert sie mit Heißkleber. Verbindet die schmalen Kanten des Rechtecks zu einem Ring. Befüllt eine Silikonbackform mit Heißkleber und lasst es dann abkühlen und entnehmt diese dann. Jetzt müsst ihr es noch an dem Ring befestigen. Essen richtig servieren. Das ist der erste Schritt, um den Kochwettbewerb zu gewinnen. Die Zeit läuft nicht, sie fließt. Genau wie die berühmten Uhren von Salvador Dali. Willkommen in der Welt des Surrealismus. Zeichnet einen Halbkreis auf Folie und füllt ihn mit Klebstoff. Wir bekommen diesen Halbmond. Zeichnet den Rest der Schmelzuhr mit Heißkleber. Verbindet die Beinteile der Uhr in einem Winkel, indem ihr sie auf den Rand einer Box legt. Bemalt die Uhr in Weiß und Gold mit Acrylfarbe. Macht die Nummern dann separat. Jetzt machen wir eine Öffnung. Setzt das Uhrwerk hinein und klebt die Zahlen an. Ihr könnt die Uhr an den Rand eines Regals stellen. Wir haben eine sehr ungewöhnliche Dekoration, das uns an den Wert jedes Augenblicks erinnert. Und jetzt lasst uns eine einfache LED-Kerze in etwas Elegantes verwandeln. Ihr braucht eine Papprolle. Macht einige heiße Klebstreifen auf die Rolle und imitiert Wachstropfen. Bedeckt den Kerzenhalter mit etwas silberner Sprühfarbe. Setzt die Kerze dann in die Rolle. Diese LED-Kerzen geben einen schönen, beruhigenden Schein und schaffen eine sehr gemütliche Atmosphäre. Es ist endlich Frühling. Bald werden wir unsere langen Ärmel gegen kurze austauschen. Wie können wir ein altes, langweiliges T-Shirt auffrischen? Fügt dieser Sonne einen kleinen Himmel hinzu. Gebt Creme auf ein Stück Folie und macht mit Heißkleber den Umriss einer Wolke. Füllt die Wolke mit dem Kleber aus. Lasst es jetzt abkühlen und nehmt es dann ab. Macht noch ein paar mehr davon. Legt die Schablonen auf das Shirt. Tupft etwas Textilfarbe mit einem Schwamm auf. Erledigt. Ein bisschen zu bewölkt, oder? Lasst es aber nicht regnen. Oh nein, ein weißer Kragen ist zu langweilig. Lasst uns den Kragen unseres Hemdes mit Hilfe von etwas Heißkleber dekorieren. Macht ein lustiges Bild von einem Fuchs darauf. Ihr braucht Postpapier und zeichnet den Umriss des Fuchses mit Heißkleber nach. Bemalt den Fuchs dann mit Acrylfarbe. Wir haben zwei verschiedene Füchse gemacht und sie am Kragen platziert. Es ist außergewöhnlich und sieht verspielt aus. Welche Ideen haben euch am meisten gefallen? Die Krone? Der süße Anhänger? Oder vielleicht die Uhr? Lasst einen Kommentar da! Abonniert TomTom Select und klickt auf den Like-Button, wenn euch dieses Video gefallen hat. Drückt auch auf die Glocke, um auf den neuesten Stand zu bleiben. Wir sind immer wieder auf der Suche nach neuen und tollen Lifehacks.